Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Elden Ring. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute auf dem Altus-Plateau. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich wieder hier oben und haben uns endlich diese ganzen Gebiete hier unten gesichert. Alles durchgespielt, was wir hier machen wollten, außer diesen kleinen Part hier. Und wollen uns jetzt, ja, um das Altus-Plateau kümmern. Ein Riesenareal, wo es sehr, sehr viel zu erkunden gibt. Und auch hier will ich mich wieder an meinen Guides orientieren, denn man verpasst hier sonst sehr, sehr leicht etwas. Deshalb, wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und ich will euch jetzt kurz gleich zu Beginn etwas zeigen oder sagen, denn es gibt zwei Möglichkeiten, um auf das Altus-Plateau zu kommen. Und zwar die erste ist durch diese Ruinen. Die haben wir einmal gespielt im Zuge von Leonia Nord und sind hier oben gelandet. Und jetzt kommt man hier aufs Altus-Plateau. Oder man sammelt die zwei Teile von dem Amulett von Dectus ein und kann dann den Aufzug hier hochnehmen. In meinem Guide bin ich über den Aufzug hochgekommen und habe direkt hier oben Raya getroffen. Ihr erinnert euch vielleicht, die steht dann hier, die einem die Einladung für Haus Vulkan gibt. Ich will heute was ausprobieren und zwar, ich glaube nämlich, je nachdem worüber man das Altus-Plateau betritt, hat Raya zwei Locations. Die zweite ist vermeintlich hier. Bin nicht ganz sicher, woran es hängt, wo sie genau steht, aber wir gehen heute einfach mal den anderen Weg. Ich werde trotzdem diese Sachen hier, die jetzt hier, sage ich mal, um den See herum sind, im Zuge des Videos machen, wenn wir uns den westlichen Part des Altus-Plateaus zu Gemüte führen. Der Vorteil dieser Route ist, dass wir uns, wenn wir hier hochreiten, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen an diesen Maltötern oder was das sind oder überhaupt Malgegner, vorbeizukommen. Der Vorteil, den das birgt, ist, man trifft tatsächlich hier, wenn ich mich nicht völlig täusche, yep, auf den Kumpel hier. Das ist der uralte Drache Lansax und der spawnt hier, sobald man das alte Plateau betritt. Und meine Herren, ist der stark und meine Herren hat der Attacken drauf. Das ist genau die Attacke, die ich ausgerüstet habe gerade, die er hier ansetzt und... Oh, verdammt. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar eine so gute Idee war, die ich hier hatte, aber ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich wollte euch das einfach mal zeigen, dass der hier auftaucht. Das ist nämlich in meinem Guide etwas... oder konnte ich an der Stelle nicht zeigen, weil ich eben den anderen Weg eingesetzt habe. Wenn ich mich nicht täusche, haut der irgendwann mal ab, aber... Oh, oh. Ich weiß nicht. Oh, das war's schon. Gott sei Dank. Ja, also das wollte ich nur an der Stelle mal zeigen, dass der hier auftauchen kann und wird, wenn ihr eben das erste Mal von hier unten das alte Plateau betretet. Das ist nicht ohne, wirklich. Ihr habt es gerade gesehen, der kann einen ganz schön in Bedrängnis bringen. Aber er haut früher ab, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich muss ihn auf halbe Gesundheit bringen. Wir werden ihm wieder begegnen, keine Angst. Aber zu diesem Zeitpunkt jetzt erstmal... Oh, ich wollte eh schon mal ausprobieren, ob ich diesen Speer auch gut vom Pferd einsetzen kann. Ist ja wie ein Lanzenrennen hier sozusagen. So, jetzt treffen wir hier auf mehrere Charakter. Da hinten ist Millicent. Und die kümmern wir uns nochmal bei Gelegenheit, weil deren Quest wollen wir natürlich auch weiterführen. Und dann wollte ich jetzt eben gucken, ob jetzt hier in diesen Ruinen von Lux unten... Ja, guck mal, hier steht Raya jetzt. Das ist die andere Location, an der man sie antreffen kann. Also sonst, wenn ihr über den Aufzug kommt, dann steht sie direkt, könnt ihr nicht verpassen, am Aufzug. Und hier ist sie jetzt aber ein bisschen versteckter eben in den Ruinen von Lux. Deswegen wollte ich das jetzt hier an der Stelle auch mal zeigen. Ich nehme jetzt mal ihre Hand. Und sie nimmt uns mit nach Haus Vulkan. Wir werden Haus Vulkan machen, versprochen. Ich mache es zu einem späteren Zeitpunkt. Ich nehme jetzt nur mal ihre Hand, um euch zu zeigen, sie bringt euch jetzt direkt ins Haus. Ihr seid direkt im Haus und könnt jetzt hier mit den Leuten reden. Ich aktiviere jetzt hier nur die Gnade und wir kümmern uns um dieses ganze Haus, nachdem wir den
Berg Gelmir erkundet haben und uns, sage ich mal, legit hier hoch zu Haus Vulkan gekämpft haben. Aber ich wollte jetzt einfach mal die Gnade aktivieren und jetzt geht's zurück zum Aussichtshügel. Und von hier aus gehe ich jetzt im Grunde den Weg runter zum Aufzug von Dektus. Einfach um euch zu zeigen, wo wir jetzt hier gerade sind. Also hier gibt es jetzt ein riesen Dorf. Hier gibt es, glaube ich, auch nochmal ein paar Sachen zum Einsammeln. Das machen wir direkt mal. Oh, das habe ich vergessen. Verdammt. Ja. Das kann jetzt ganz, ganz knapp werden. Moment. Zeit. Oh, wie die hier die Verteidigungen wegschießen, ey. Wahnsinn. Okay, wir gehen hier einmal kurz hoch. Erledigen dich. Na? Okay, Moment. Vielleicht machen wir das ganz normal hier so. Da kann ich mal gleich den Spell benutzen, den gerade der Drache gegen mich verwendet hat. Hey. Zack und zack. Dann kriegst du nochmal so einen Pfeil. Du kriegst den dicken Blitz. Bums. Wenn der voll aufgeladen ist, macht der so einen schönen Sound und so schön Schaden. Das ist ein Traum. So, dann mal dich kurz erledigen. Und dich offensichtlich auch. Gibt's hier oben schon irgendwas an Gegenständen? Kurz gucken. Ich bin mir hier in diesem Lager gar nicht mehr sicher, was hier alles rumliegt. Wärmender Stein, okay. Und hier war jetzt noch einer von den Gegnern. Sehr schön. Und jetzt sollte ich da unten eigentlich sicher sein. Ich glaube, jetzt habe ich die alle erledigt. Alter, haben die eine Durchschlagskraft, ey. Wahnsinn. Hier sind nämlich zwei solcher Kutschen. Und ihr erinnert euch, wenn die gezogen werden, da sind ja hinten immer Truhen drauf. Und auch in diesem Fall sind in den Kutschen Truhen. Deswegen hier einmal der Großschild-Talisman. Und ich glaube, hier hinten gibt es auch nochmal was drauf. Sonst habe ich alle Gegner, wie es aussieht. Keiner will zumindest gerade was von mir. Goldenes Trollschwert. Okay, cool. Dann haben wir das Lager. Ihr seht, wir kamen jetzt von da oben runter und jetzt gehen wir hier hoch in Richtung Aufzug von Dektus. Und dann schließt sich der Kreis. Wir können eigentlich auch das Medaillon mal aktivieren, damit wir das auch mal gemacht haben. Oh, hier sind noch welche. Da ist einer auf dem Pferd. Halt das und das. So, jetzt habe ich ihn vom Pferd geschmissen, aber er steht direkt wieder auf. Oh, jetzt war ich zu langsam. Das war blöd. Jetzt habe ich ihn zweimal besiegen. Okay, du hältst das aus. Machen wir es vielleicht so, um ihn zu hauen und den hinterher. Meine Herren! Ihr habt was drauf hier. Den finde ich tatsächlich ziemlich cool. Lanzex Kleve. Das könnte mein neuer Lieblingsspell werden hier. Finde ich ziemlich stark. Halt, dich wollte ich erledigen eigentlich. Nee, dann nicht. Weil der haut einfach alles vor euch um. Roms. Puh. Okay, das Lager haben wir erledigt. Guck mal, hier hat sich sogar noch eine Truhe versteckt. Kupferzweig, perfekt. Und dann gehen wir hier lang. Und bewegen uns in Richtung vom Aufzug von Dektus. Da hinten seht ihr ihn schon. Ich glaube, hier war noch irgendwo ein zweites Lager. Ja, guck mal, da drüben ist noch ein zweites Lager. Nehme ich das doch auch direkt noch mit. Der Aufzug wird von zwei Riesen bewacht, das habe ich völlig verdrängt. Ah, und ihr habt das Lager hier für euch eingenommen, ha? So, da haben wir ihn doch. Komm's.
Ja, das scheint ein bisschen zerstört worden zu sein hier, das Lager. Und zack. Sehr schön. Herrlich. Dann holen wir uns das hier. Steinschwertschlüssel. Sehr schön. Und gehen in Richtung Aufzug. So, und was ich jetzt mache, wenn ich jetzt gerade die Krieger da sehe. Wir gehen jetzt hier runter. Bumm. Und tackeln jetzt nochmal den Aufzug von Dektus. Einfach damit wir ihn mal aktiviert haben. Wir haben ja beide Teile des Medaillons gefunden. Ein Medaillon-Teil war im Kenneth Heights Festung, ganz am Anfang. Und die andere Hälfte haben wir gefunden vor nicht allzu langer Zeit in Festung Farod. Diese Horrorfestung mit den Fledermäusen unten drin. Und sobald wir beide Hälften haben, können wir uns hier hinstellen, das Medaillon heben und das aktiviert den Aufzug. Und der fährt dann recht beeindruckend nach hoch oben. Ich dachte, man hat jetzt hier diese Plattform, auf der man steht und die hebt sich. Aber nein, wenn man hier beide Hälften des Medaillons anhebt, dann hebt sich dieses ganze Ding. Und das ist natürlich schon ein großer Aufzug, wenn ich mal behaupten darf. Ich weiß nicht, wie viele Truppen die hier, sage ich mal, mit diesem Aufzug transportiert haben. Aber für uns allein soll es auf jeden Fall reichen. Mega. Solche Momente einfach episch, finde ich. So, und das ist der andere Weg zum Altusplateau, wo wir uns jetzt eben oben befinden. Und von hier aus werde ich jetzt einfach mal wieder meinem Guide so mehr oder weniger in den Schritten folgen, um das hier möglichst systematisch alles abzugrasen, was es hier zu entdecken gibt in diesem riesigen, riesigen Gebiet, ey. Sobald ihr hier oben seid, wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr das erste Mal hier hochkommt über diesen Weg, dann sollte Raya hier stehen. Da, wo die Nachricht auch steht hier. Liebenswerte Person, genau. Da ist dann sie ansonsten zu finden, sage ich mal. So, jetzt gucke ich mal. Warte mal, ich mach die mal stark. Zack. Blitz in die Hacke. Ups. Ups. Die Jungs halten echt einiges aus, ey. Oh, jetzt ist der andere auch gewarnt plötzlich. Jetzt, vielleicht kann ich mich hinter ihm verstecken und der haut sein Kumpel unten rein. Vielleicht auch nicht. Okay. Das hat nicht getroffen. Zack. Hau ihn um. Ah, verdammt, der Pfeil. Oh, wenn die eine Doppelkombi machen, wird's gefährlich. Oh, oh. Was ist mit dem Pfeil? Er schlägt, er schlägt, er schlägt. Schieß. Ja, alles klar. Okay, den ersten haben wir. Jetzt muss ich wieder an den hier rankommen. Oh. Ja, perfekt. Wenn er wieder Pfeile einschlägt. Auch, dass das da durchschießt. Allein das, was so angezeigt wird, ist der Knüller. So, mein Lieber, ich muss mal kurz hinter dich. Der hier ist sicherer. Der ist jetzt aus der Nähe nicht ganz so gefährlich, der Bogenschießende. Von daher sollte das passen. Bums, wenn wir jetzt hier rangehen und noch einmal pieksen. Jungs, ey, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt kommen wir hierher. Und holen uns mal diesen Ort der Gnade hier. Zack. Träumchen. Und dann, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, wenn wir hier bei Nacht unterwegs sind. Oh, wir können hier auch mit Melina reden, alles klar. Hey, lang nicht gesehen. Wie findest du mein Outfit? It's close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erd Tree. Okay. My mother gave me my purpose, though now everything is lost to me. I
have to ascertain for my the reason for which I live. Burned. Immer wieder nett mit dir zu reden. Du machst richtig gute Stimmung. So, ich gehe jetzt in die Nacht hinein, weil ich glaube, hier auf der Straße, ja, da hinten ist er, ist ein weiterer Nachtkavallerist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mein Setup... Theoretisch könnte ich diese Blitzattacken auch vom Pferd aus anwenden, wenn ich das Ziel in die andere Hand nehme, ne? Naja, gut. Wir probieren es mal ohne. Nähern uns dem jetzt mal so, aber ich will trotzdem meinen goldenen Schwurbuff. Zack. Und ich hau auch noch den Segen des Drachenblitzes drauf. Warum auch nicht? Oh, da kommen noch mehr Krieger. Ah, verdammt, das wollte ich eigentlich vermeiden. Vielleicht erwische ich ihn. Nein, schade. Ich wollte nicht gegen euch alle kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Aber dann gucke ich, dass ich euch vielleicht von hier aus direkt erledige. Zack. Zack. Und dann trinken wir ein Stückchen. Und... ups. So. Und dann müssen wir den wohl... ah, ne. Jetzt kommt er von alleine. Jetzt wollte ich gerade sagen, müssen wir den wohl nochmal... Akron, aber da kommt er schon. Perfekt, der war daneben. Ich will sein Pferd eigentlich erwischen. So ein bisschen. Oh oh. Oh oh. Chill. So, hol dir dein Pferd. Ja, haben wir's? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Jetzt aber. Und boom. Wow, du lebst noch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieber. Aber jetzt bist du deutlich weniger beweglich. Und damit haben wir dich erledigt. Sehr schön. Gegner zu Fall gebracht. Kriegsasche, geteilte Ordnung. Nice, alles klar. Und wir haben auch gleich den nächsten Ort der Gnade, an dem ich... es wieder Tag werden lassen kann. Weil ich finde, das Altersplateau bei Tag sieht einfach so schön aus. Nochmal ein ganz anderer Fahrt. Oh, Melina will nochmal reden. Und Bock auch. Servus, Bock. Your Seamster. I see him crying. Oh, du redest über Bock. I think he misses his mother. He wants someone to tell him he's beautiful. Does being born of a mother... oh. Sie sagt, er will jemand, der ihm sagt, er ist schön. Interessant. Das muss man uns merken. Das wird nochmal zum Thema. Oh, guck mal, man muss die Chance ja nutzen, wenn Melina mal am Start ist. Ah, sorry, Fehlalarm, ich habe nicht genügend Ruhen. ich wollte es aber Tag werden lassen. Ich wollte es Tag werden lassen. Und zwar, komm, wir machen morgen. Das ist ein Kompromiss. So, Bock. Wie ist es? Geht's dir gut? Bock, the Seamster, ready to make adjustments to your... Master, would you mind if I called you Lord? Ja, ich finde, du solltest mich Lord nennen. Ich habe Radahn besiegt. Well, I and you would make just the manner of, so please, allow me to call... Ihr dürft mich so nennen. Okay. Don't say my Lord. Please become and please let I bock. Yes, okay, du darfst es, du darfst es. Ich überlege gerade, ob ich ihm mal das hier schneidern lassen soll. Aber dann ist mein schöner Umhang weg, ne? Nee, komm. Wir gehen weiter. Bock, mein Lieber, ich muss weiterziehen. Ich habe Lord-Aufgaben zu tun, okay? Nur, dass du Bescheid weißt. jetzt reiten wir hier hoch und holen uns die goldene Saat. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was Wichtiges, ne? Da war so ein... das sind so Male. Komm, wir gucken mal rein, einfach aus Neugier. Rums. Rums.
Oh, ist das gut zu wissen, dass dieser Blitz die Kerle umhauen kann, weil von denen warten noch einige auf uns in einem späteren Level. Bums. Alter, der haut die richtig um und ich bin auch nicht mal gebufft. Nicht schlecht. Ja, okay, das hast du verdient. So. Dann gehen wir hier rein. Parfümeurflasche. Na gut. Nicht besonders wichtig, aber wir haben es eingesammelt. Jetzt wollte ich aber eigentlich hier hoch, denn da sollte noch ein alter Bekannter auf uns warten, wenn wir das richtig gemacht haben. Genau. Moin. Corbin. Ah, look how delightful to meet. I've been doing some learning and will happily pass it along. Corhin heißt er, okay. Wir können Anrufung studieren. Ich glaube, der hat jetzt auch mehr wieder. Die können wir aber natürlich alle schon. Und wir können über goldene Maske reden. I suppose he'll be closer to the Earth Tree. The path ahead might be perilous. Since departing the Round Table Hole, how little it is, I. Okay, mehr sagt er nicht an der Stelle. Na gut, hier kriegt man die Karte. Und jetzt gehen wir... Was sucht er denn immer sein Pferd da? Nimm's doch einfach. Jetzt gehen wir hier weiter hoch und helfen ihm bei der Suche nach goldene Maske hier an der Stelle. Denn der versteckt sich auf der anderen Seite dieses wunderschönen Tals hier, dass wir auch noch durchsuchen wollen. Aber jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Moin Jungs. Legt euch besser nicht mit mir an. Ich bin zu stark für euch. und hier gibt's ein Lager. Okay. Ich dachte, hier ist auch irgendwo ein Händler, hätte ich schwören können. Ah, der sitzt auf der Brücke. Okay. Ich zeig dir meine Hände. Den Osten. Ah, und im Westen die Schlange, ja. Chill. So, da ist der Händler, von dem ich rede. Der chillt hier und spielt wieder ein nettes Liedchen. Und wir können kaufen... 3 Steinschwertschüsse. Nice. Okay, ein paar Schilde. Nehmen wir mit. Und ein Outfit. Okay. Was immer das ist, davon habe ich genug. Dann würde ich sagen, aktivieren wir mal die Gnade. Komm, ich raste auch kurz. Und dann nehmen wir den Teleporter. Wir sind jetzt hier. Sind also von hier unten komplett diesen Weg hier hochgeritten. Und jetzt beamt uns der Teleporter, glaube ich, hier auf die andere Seite dieser eingestürzten Brücke. Die Brücke hat hier komplett über das Tal gereicht und ist jetzt aber eingestürzt. Und deswegen nehmen wir den Teleporter auf die andere Seite. Altes Plateau. Genau, jetzt seht ihr, sind wir am Ende der Brücke. Und wenn wir uns hier umdrehen, dann finden wir schon goldene Maske, von denen Corhin gerade geredet hat. Und dem seine Questline, also verbunden mit Corhins, führt tatsächlich zu einem der Enden im Spiel. Man redet hier nur mit ihm, okay, aber man findet ihn. Dann nehmen wir uns mal das Drachenfett. Und jetzt muss ich selber überlegen, ach, guck mal. Ich glaube, da gehe ich mal runter. Sehr, sehr cool. Die Windmühlendörfer mache ich nochmal... Da gibt es jetzt ganz viele Windmühlendörfer, ihr seht das hier. Die mache ich nochmal zum späteren Zeitpunkt. Wer steht denn da oben? Dich habe ich auch noch nie bewusst hier getroffen und gesehen. Willst du das hier kurz nehmen? Findest du das cool, wenn du das hältst? Oh, bist du jetzt runtergefallen? Nein, bist du jetzt runtergefallen? Rum und dann direkt Boom. Oh, das wäre die Kombi gewesen. Oh, das war die Kombi. Okay. Kriegsmagier-Robie. Okay, nehme ich. Ich wollte aber eigentlich unter die Brücke, weil ich glaube, da gibt es erstens nochmal einen Ort der Gnade. Und zweitens... Oh, hier geht es steiler runter, als ich dachte. Ja, wir gehen da runter, genau.
Hier ist eins der kleinen Dörfer. Ich glaube aber, hier gab es nicht wirklich was. Ich kann ja mal schnell durchreiten, aber ich glaube, hier sind nur Gegner. Ah. Ums. Ist das daneben hier auch? Lebt das nicht? Was ist denn das hier? Oh, doch, du lebst doch. Fies. Giftfett. Na gut, nehme ich mit. Ich wollte aber eigentlich unter die Brücke, deswegen gehen wir jetzt nochmal hier lang. Und... nee, wartet, jetzt bin ich eins zu tief. Ah, das Dorf ist der Durchgang. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Hier müsste nämlich genau, hier ist noch ein Skarabäus. Bums. Schutz des Erdenbaums, den nehmen wir mit. Und hier jetzt unter der Brücke, da müsste, glaube ich, der Ort der Gnade sein, den ich suche. Ja, perfekt. Sehr, sehr gut. So. Ja, ich laufe jetzt hier natürlich ein bisschen kreuz und quer. Ja, wobei, also ich versuche im Grunde, ich bin jetzt hier ja einmal lang. Ich weiß, hier gibt es noch ein ganzes Areal, was auch altes Plateau ist. Aber ich will heute mich so ein bisschen um dieses Tal hier kümmern, sage ich mal unten. Und deswegen gehen wir jetzt hier gerade so ein bisschen über die und um das Tal herum. Und jetzt habe ich gerade diese Kutsche da hinten gesehen und um die wollte ich mich eben kümmern. Oh, ich habe vergessen, wie viele Gegner das sind. Alter. Aber mein neuer Super-Spell hier, der kümmert sich ja um euch, oder? Oh, oh. Oh, oh. Ja, halt das mal. Zack, lebst du noch? Nee. Ich liebe diese Blitzzauber. Ich muss sagen, die funktionieren recht gut, oder? Zack. Vor allem, wenn man so in der Luft ist. Man ist recht gut geschützt. Man nimmt zwar Schaden, aber man... Oh, ist das cool. Aber ich finde, die Magie ist nicht schlecht. Gefällt mir. So, die Jungs reiten weiter. Ich lasse sie mal ganz kurz, weil ich glaube, wir können hier noch... Da oben ist ja Goldmaske. Und wenn wir hier einmal auf die Brücke gehen. Zack. Ganz runter. Dann müsste hier, ja, perfekt. Nämlich die strahlende Goldmaske zu finden sein. So, jetzt hoffe ich, komme ich hier aber auch wieder hoch. Oh, auf die Gefahr, dass ich jetzt sterbe. Soll ich das probieren über das Geländer? Oh, oh, das war so knapp. Das war so knapp. Oh, Gott sei Dank hat das hingehauen, weil sonst hätte ich nochmal die ganzen Gegner hier besiegen müssen. Hier sind im Wald tatsächlich auch nochmal ein paar. Die holen wir doch gleich mal ab. Und dann kümmern wir uns um euch hier. Ihr müsst ja eigentlich nur einmal anhalten. Anhalten, bitte. Der zieht und zieht weiter. Du bist ja... ein hart arbeitender Troll, ey. Der kennt da gar nichts. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt ihr. Einmal. Bam, bam, bam. Jetzt probieren wir mal nochmal den Blitz. Was macht der an Schaden? Ah, der macht auch schon genug Schaden, ey. Wahnsinn. Und ihr kriegt nochmal die Kleve. Herrlich. Großer Fan von meinem Blitzzaubern. Großer Fan. Boah, der kontert den Blitz. Ich glaube, du spinnst. Das machen wir nicht. Halt das. Dankeschön. So. Nicht schlecht, nicht schlecht, ey. Cool. Dann gehen wir hierhin. Und holen uns die Großsterne. Okay. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was gibt's denn hier hinten? Oh, nicht wie runterfallen. Ah, oh, wobei, hier müsste ich runterkommen. Ja, hier komme ich runter. Können
machen wir uns mit Schlafenden mal hier. One Hit. Nicht schlecht, ey. Alles klar. Ah, guckt mal, da ist der Blick auf eins der Horrorgebiete, um das wir uns jetzt bald kümmern werden. Aber ich gehe erstmal hier lang. Ist hier was drin? Oh, nee, ausnahmsweise mal nicht auf so einer Kutsche. Da hat sich bestimmt auch schon schriftlich jemand Klage eingereicht, wie es so aussah. So, ich kann mal jetzt mal leben, da ist so unglaublich, wie viele von den Rittern hier rumrennen. Und dann gehen wir hierhin. Was bist du denn für ein Blob? Oha! Okay. Der steckt einiges ein. Was macht der für Attacken? Das war mal sowas hier. Alter, stecken die viel ein. So. So, guck mal, hier können wir gut testen, was unsere Auflevel-Attacken hier bringen. Hier die zwei nochmal. Dann holen wir uns nochmal die Blitze. Und dann kriegst du den hier. Bam! Bam! So. Weh, du droppst jetzt nichts Gutes. Oh. Der droppt gar nichts. Der ist einfach nur da und nervt. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal hier. Das müsste ja das Hauptgebiet sein. Irgendwas höre ich. Sind noch mehr von diesen Dingern? Diese Blobs sind super nervig. Ah, aber hier geht's runter. Und, oh, hier ist auch gleich ein Bossfight. Okay. Was haben wir hier? Ich hol mir mal die Kerlchen hier. Blutadliger. Wer weiß, wie der drauf ist. Hopp. Jetzt lenkt ihn mal ein bisschen ab, Jungs. Bums. Bums. Wunderbar, vielen Dank. Keine Zeit für solche niederen Gegner hier. Okay. Dann kriegen wir hier eine Truhe. Blutige Helix. Sehr schön. Gibt es hier auch einen Ort der Gnade irgendwo? Oder was ist hier noch? Mal wenigstens den Hund da erledigen. Jungs, ihr seid im Weg. Mal kurz den Hund hier erledigen, weil der kann nervig werden sonst. Ihr seid mir relativ egal. Aber die Hunde, die können nervig werden. Oh, ich glaube tatsächlich... Oh, verdammt. Wir können an der Stelle hier mal kurz... Bums. Hier ist ein rotes... Zeichen... Und ich glaube, ja genau, ich meine, das ersetzt bei Vares Quest, der will ja, dass ihr in drei Welten eindringt. Und ich glaube, das ersetzt das. Falls ihr nämlich kein Multiplayer-Spieler seid, könnt ihr das so lösen, indem ihr den Kerl hier platt macht. Das sollte dann Vares Questline vorantreiben, tatsächlich. So, Magnus ist dead. Und gibt euch einen Runenbogen und Krummfingermedizin. Und ich glaube, das ersetzt das, wenn ich mich nicht täusche. Schmiedestein, sehr schön. Kriegt man hier. Werd mal ausprobieren. Bei Gelegenheit gehe ich nochmal zur Vare zurück. Und dann sehen wir ja, ob das geklappt hat. Jetzt reiten wir aber erstmal weiter. Wir haben jetzt die Ruinen hier hinter uns gebracht. Ich brauche nämlich demnächst mal einen Ort der Gnade. Ich habe hier schon... Ah, nee. Ach, bin ich wieder voll aufgeheilt nach dem Eindringen? Ach, das ist ja gut. Cool. Dann gehen wir einfach hier lang. Das ist nochmal eine Kutsche, aber ich glaube auch die ist schon geplündert worden, sozusagen. Und dann reite ich einfach schnell hier einmal rüber. Das ist jetzt Berg Gelmir und... Der führt zu Haus Vulkan, wo wir ja schon waren. Aber auch das ist ein Gebiet, was ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal tackeln würde.
jetzt gehen wir... Ich zeige euch nochmal, wo wir auf der Karte sind. Wir sind jetzt hier. Und jetzt würde ich mich gern eben noch um das Tal an sich kümmern. Wir haben jetzt, sind jetzt einmal so hier... Nee, wir sind hier einmal über die Brücke drüber. Hier runter. Und jetzt gehen wir runter ins Tal sozusagen. Weil da gibt es mega viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute alles noch schaffe, wie ich es geplant hatte. Aber gut, ich biege jetzt hier rechts ab. Wenn mich nicht alles täuscht, genau, kommen wir hier nämlich runter. Und hopp. Wir können hier an ein paar Wölfen vorbei. Und hier links von uns ist jetzt schon das Tal. Da beginnt das Tal. Und hier rechts ist der Weg zu diesem Schloss, was wir gerade gesehen haben. Das schauen wir uns bei Gelegenheit an. Gehen wir hier durch diese Schlucht. Und jetzt wollen wir aber erstmal zu der Kirche hier. Denn wenn ich alles richtig gemacht habe und die Questline richtig vorangetrieben habe, können wir jetzt hier auf einen alten Bekannten treffen. Jo, da ist er. Das ist die zweite Kirche von Marika und da liegt Jura der Gute. Dein Outfit habe ich schon benutzt. Ich nehme mal ganz kurz das. Und dann macht euch bereit auf einen Kampf, ey. Eleonora. Ja. It seems I am no match for you, but I've learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please do not stain the immaculacy of your sword. Seine geliebte Eleonora. Er hat versucht, sie zu bekehren und hat verloren. Also ist es jetzt an uns, diese verdammte Eleonora zu besiegen. Und die hat es in sich. Und ich glaube, sie taucht jetzt hier auf. Oh, und sie bringt den Hund mit. Blutiger Finger, Eleonora, wo ist sie? Da ist sie. Okay, Gott sei Dank haut sie das um. Oh, verdammt, ich habe keine... Ihre Attacken können richtig fies sein. So, okay, der nicht aufgeladene haut sie nicht um, aber der aufgeladene haut sie um. Geh weg, ich will keine Blutung. Okay, 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ein bisschen habe ich sie erwischt, vielleicht hat sie das genügend gestunt. Ja, und mach ihn. Verdammt, weg, weg. Schneller Blitz hinterher. Okay. Oh, natürlich kommt jetzt ein Hund. Jetzt brauche ich die Blitze hier. Die machen in alle Richtungen Schaden. Okay. Das war gut. Das war gut. Eleonora, Eleonora. Und hier haben wir Eleonoras Stangenwaffe. Und die ist verdammt stark. Jeder, der die schon benutzt hat, kennt ihre Attacke. Und die ist richtig lohnenswert. Und hier kriegen wir noch das Nagakiba, was wir auch schon ausprobiert haben. Nice. Okay. Dann haben wir das geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Tal. Ich gehe ins Tal. Und zwar einfach hier runter. Das müsste eigentlich gehen. So. Und hier sind diese Kerle. Die Wurmgesichter. Oh mein Gott. Schade, ich krieg sie nicht mit einem Schuss platt. Die sind nämlich eklig, aber einer der cooleren Gegner im Spiel. Und ich habe schon gesehen, im DLC gibt's einen, der sieht ein bisschen ähnlich aus, ne? Oh, halt. Ah, hier ist dieser unsichtbare... Ah, passt mal auf. Guck mal hier, kennt ihr das noch? Das ist ja immer vor einem Turm und ihr seht hier sogar schwebende Nachrichten. Berührt drei Phantomwappen ist jetzt die Aufgabe. Und wir haben die trügerische Karte bekommen. Die sieht so aus. Und die markiert drei Siegel. Eins kurz hinter oder vor der Brücke, eins direkt hier und eins da hinten im Eck. Und die müssen wir berühren. Ich weiß nicht, ob man zwischenzeitlich auch nicht sterben darf. Das könnte sein. Auf jeden Fall gilt es jetzt, diese drei Siegel zu berühren. Das andere habe ich hier schon gesehen. Und die sind dann natürlich auch bewacht. Das Thema ist aber, wenn ihr das Siegel berührt, verschwinden die Gegner einfach, glaube ich, oder?
Ne, tun sie nicht. Okay. Doch, tun sie. Alles klar. Und wenn ihr das Siegel nicht berührt, dann tauchen sie immer wieder auf. Also ihr könnt da unendlich an diesen Gegnern rumkämpfen. Von daher lieber so. Nehmen wir uns hier noch ein paar Sachen mit. Moin. Boah, sind hier viele von den Kerlen. Oh, guck mal, da ist ein Skarabäus. Kann ich den anvisieren? Ja. Sehr schön. Schmiedestein. Jetzt mal das hier. Oh, die machen... Stimmt, das habe ich vergessen. Die machen die Todespest. Oh, ich krieg gleich die Todespest. Ja. Ich erinnere mich wieder, warum ich diese Gegner nicht mag. Oh, 540.000 Runen liegen da jetzt. Die sollte ich mir natürlich wiederholen. Ah, wo bin ich? Bei Gelmir. Okay, das ist nicht so schlecht. Dann gehen wir einfach den gleichen Weg nochmal. Oh, 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 oh. Altes Plateau. Oh, diese verdammten Kerle, ey. Wie ich sie liebe. Einmal hier runter. Moin, lass dich nicht stören, mein lieber Wolf. Hier runter. Und dann bin ich, glaube ich, hier runter, ne? Ja. So, jetzt werden wir gleich sehen. Sind die Siegel wieder da? Hm, scheint nicht so. Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Dann muss ich das nicht nochmal machen. Jetzt als erstes die Runen holen. Wo sind sie? Hier sind sie. Und vielleicht lasse ich die einfach in ihrem kleinen Wanderrhythmus hier stehen und hol mir mal die Gnade, die da hinten ist. So, das gibt ein bisschen mehr Sicherheit. Jetzt gucke ich mal auf die Karte, weil kurz vor der Brücke, genau, also da oben wahrscheinlich, da soll ja das dritte Siegel sein. Ja, hier tauchen auch schon diese Geister auf. Wo ist es, wo ist es? Ah, wartet mal, hier, das war... Ja, 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 ich hab's. Das ist versteckt. So, das ist versteckt in diesem Stein. Also einmal das Siegel hier betätigen. Das sollte es schon gewesen sein, oder? Kriege ich da gar keine Nachricht? Oder muss ich jetzt doch die anderen Siegel noch berühren? Ich reite mal zurück. Ich lasse euch ganz sicher in Ruhe. Die sehen auch so spooky aus, wie sie hier durch den Wald wandern, ey. Guck mal, und hier ist jetzt plötzlich der Magierturm. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Mal hier rein. Ich mach mal meine Laterne an. Hier ist ja finster. Ich sehe die Leiter gar nicht. So. Dann geht's hier hoch. Vermutlich wieder ein Speicherstein, den ich nicht einsammeln kann. Aber gut, wir gehen trotzdem mal hoch und schauen uns den Turm an. Einmal hier hoch. Schwupp. Oh, okay. Gibt's aber auch noch ein Item. Oh, nee. Unsichtbare Klinge, unsichtbare Form. Gleich zwei Spells und ein schlummerndes Ei. Cool. Dann ab weiter durch das Tal, würde ich sagen. Nochmal hier rein. Und jetzt will ich hier zum niederen Erdenbaum. Denn da wartet... Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da hin will. Diese Jungs hier, ihr habt gerade schon gesehen, die haben mich instant gekillt mit ihrem... mit ihrer Todespest. Aber von denen, ich glaube, den hier erledige ich mal. Zack. Zack. Die haben noch, ich glaube, den erledige ich auch mal. Ich habe nämlich ein bisschen Respekt jetzt davor, eingekreist zu werden. So, sehr schön. Da ist nochmal so ein normaler Erdenbaumkrieger. Bums. Seht ihr das, wie unheimlich das schon aussieht? Ich
Ich finde das so krass. Das ist echt einer der abgefahrensten Gegner im Spiel. Einfach aufgrund der Optik hier in diesem nebligen Wald steht einfach dieses Riesengeschöpf und macht was auch immer. Ich trinke jetzt mal noch diesen Trank hier. Und dann hauen wir ihm direkt zwei Blitze in den Rücken. Sehr gut. Guck mal, wie das aussieht. Ist das nicht abgefahren? Dann haut der noch die Bäume um. Wurmgesicht. Oh mein Gott. Oh. Okay, ich wollte es mich nur zeigen. Nein! Verdammt. Bin ich tot? Bin ich instant tot? Wahrscheinlich bin ich instant tot, oder? Der frisst mich komplett auf. Okay. Dann direkt den Blitz. Okay. Er lebt noch, er lebt noch. Oh ne. Ich wollte ihn nur zeigen, hätte ich ihm direkt drei Blitze hingehauen, wäre er hier gewesen. Aber das sieht so cool aus, dieser Gegner. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch nicht hier, als ich als Magier unterwegs war, war das echt ein krasser Kampf. Du hast hier mit Zaubersprüchen dich hier durch diesen Wald gekämpft und der hat dich überall hin verfolgt. Richtig unheimlich, wirklich. Cooler, cooler Gegner, mag ich sehr. So, jetzt gehen wir kurz hier rein. Hier sind so Schnecken. Euch kann ich auch in Ruhe lassen, oder wie? Ah, ne. Euch können wir platt machen. Sehr gut. Dann holen wir dich. Bam. Goldener Schlag. Oh, oh. Ich glaube, da... Ja, das ist... Verdammt. Der stand da in der Ecke. Okay, okay. Raus hier. Oh, irgendwas brauche ich gegen die Todespest. Ey, das ist ja super gefährlich. Super, super gefährlich. Okay. Ich reite jetzt einfach weiter. Hier sind, glaube ich, noch einige von denen unterwegs. Und auch noch mehr Ruinen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier groß was zu finden gibt. Ich gucke jetzt eher einmal schnell. Vielleicht ohne groß diesen Wurmgesichtern zu begegnen. Hier ist nichts mehr. Was ist da oben noch? Da kommen wir her, ne? Oder? Jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt. Ist das die, wo ich gerade drin war? Ne, das ist nicht die, wo ich gerade drin war. Ah, hier ist noch ein Schild. Cool. Ja, mehr brauche ich hier auch gar nicht. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. So viele von diesen Wurmgesichtern hier unterwegs. Wahnsinn. Also, die können wirklich fies werden, wie ihr gesehen habt. Habt ihr da in der Mitte noch irgendwas, um das hier rumtanzt, oder chillt ihr da einfach nur? Die chillen da einfach nur. Okay. Gehen wir auch noch hier hoch, gucken uns hier um. Also, dieses Tal. Guck mal, wie viele da drin sind. Warum gibt's so viele von euch? Auf keinen Fall besiege ich euch alle jetzt. Das ist viel zu... Oh, das ist ein Eingang. Verdammt. Verdammt. Gerade sage ich es noch. Jetzt muss ich. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Am besten einen nach dem anderen. Boom. Schnell hinterher. Jetzt hat er mich schon wieder mit dem Zeug erwischt. Die Frage ist, kann ich da rein, ohne dass die das bemerken vielleicht? Stört euch nicht, stört euch nicht. Ich gehe nur kurz hier runter. Und guck, was hier drin ist, okay? Kein Problem, kein Problem. Ah, guckt mal, eine Truhe. Hervorragend. Goldener Zorn, na also. Und jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen, ohne dass die uns instant killen. Einfach rennen, 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 rennen und nicht stehen bleiben. Das ist der Trick. Dann aufs Pferd und weg sind wir. Huh! Gut, das hat geklappt. Sehr gut. So, und jetzt könnte ich schwören, gibt es hier noch, genau, das ist das Letzte, was ich jetzt hier noch im Tal machen will, ist dieser Altus-Tunnel. Also, wir haben jetzt hier, nee, das Grab haben wir nicht gemacht. Wir haben jetzt hier die Ruinen gemacht, wir haben diese Ruinen gemacht, wir haben den Turm, wir haben den Erdenbaum und wir sind hier bis hin zur Brücke. Wir waren hier und wir haben auch schon hier ein bisschen erkundet. Das hier haben wir noch nicht. Machen wir bei Gelegenheit aber. Und jetzt machen wir noch den Tunnel. Ab in den Altus-Tunnel. Das schaffen wir noch heute.
Dann habe ich nämlich das ganze Tal erledigt und das war eigentlich so mein Plan für heute. Das hier kurz. Und jetzt, oh Gott sei Dank, ein Ort der Gnade. Herrlich. Vielen Dank. Ja, ich ruhe hier auch aus, definitiv. Niemand mit mir reden, außer uns. Oh, wisst ihr was? Ich setze mal meine Runen ein. Bevor die weg sind. Stufenaufstieg. Auf was gehen wir? Komm, ich mach den Geist mal auf 30. Es ist ja egal, wenn wir uns nochmal umbauen. Am Ende. Wenn wir mal wieder einen anderen Bild ausprobieren. Zack. Nochmal hinterher. So, denkt ihr, ihr könnt mich überraschen, oder wie? Nicht mich, den Blitzmaster von Kransax. Nice, Runenbogen. Nehmen wir das hier. Apropos Runenbogen, ist es mal wieder Zeit an der Zeit für einen Runenbogen? Ob jetzt hier in so einem Tunnel, wo ich wahrscheinlich wieder irgendwo runterfall, weiß ich nicht. Aber komm, no risk, no fun. Runenbogen. Wo waren denn nochmal Runenbogen? Inventar. Hier. 70 Stück. Nice. Also wir kommen voran. Auch wenn ich immer mal wieder welche einsetze. Wir kommen voran, was die Runenbögen angeht. Bin mir nicht sicher, ob die hier... Doch, die... Oh, die machen sogar fiese Attacken. Gerade wollte ich sagen, ich weiß gar nicht, ob die wirklich attackieren. Aber von wegen, die Schildkröten, ey. Die haben es in sich. Muss man ja aufpassen. So, jetzt ab in den Tunnel. Und ein paar Schmiedesteine einsammeln. Zack. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Du kriegst einen Blitz. Du kriegst einen Blitz. Jeder kriegt einen Blitz. den da wollte ich eigentlich analysieren. Dann dich da. Oh, hinter mir ist einer. Der zaubert. Der zaubert. Nein. Heilen. So, danke. Erstmal den Zauberer erledigen. Und dann dich. Schwuppdiwupp ist er weg. Da ist nochmal ein Zauberer. Oh, verdammt, ich habe keine... Das Trinken. Bleib mal hier stehen kurz, in der Hoffnung. Oh, das waren viele, ey. Bums. Schönstes Geräusch. Einmal heilen. Und zack. Und dann geht's tiefer in den Tunnel. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. So. Irgendwo. Hat da noch einer gearbeitet da hinten? Irgendwo höre ich doch noch einen. Oh, hi, Kumpel. Entschuldigung, dass ich dich vergessen habe. Und dass ich diesen Gang hier vergessen habe, tatsächlich. Oh, das habe ich vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Hier ist wieder so ein Ding, ihr kennt es noch an der, von der Einzel. Oh, und jetzt auch eine Schildkröte. Tatsächlich... Muss ich jetzt gucken, ob ich die Reichweite habe, um den Platz zu machen. Ansonsten kann man den aus einem, und das finde ich total cool, von einem anderen Tunnel... Oh cool, ich kann ihn umhauen. Es gibt einen anderen Tunnel oder eine Höhle, wo man den begegnet und ihn dann im Nahkampf platt machen kann. Das zeige ich euch natürlich auch. Also hier in diesem Tunnel connecten, oder in diesem Schacht kann man sagen, connecten quasi zwei verschiedene... Gebiete. Und das ist einmal dieser Tunnel, der geht hier rein, und einmal diese Höhle. Und die treffen sich hier direkt unter diesem Plateau. Und... Oh, das ist ein fieser Sprung hier, sehe ich schon. Und ich kann ihn jetzt hier Gott sei Dank aus der Ferne killen, weil dann habe ich die Möglichkeit, hier hochzugehen und mir den Arsenal-Talisman zu holen. Ansonsten müsst ihr vielleicht erst die andere Höhle machen, um ihn aus der Nähe zu killen, weil sonst schießt er wirklich die ganze Zeit. Man kann es wahrscheinlich trotzdem da hoch schaffen, aber die Gefahr runterzufallen ist natürlich riesig.
euch. Boom. Oh, das hat eine gute Reichweite, dieser Spell, ne? Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Okay. Sehr schön. Da ist noch ein Stein. Dann würde ich sagen, sind wir soweit um. Oh, ich sehe schon, wer da drin auf mich wartet. Ich sehe schon, wer da drin auf mich wartet. Also gibt's das. Zack. Und das. Und dann gehen wir rein. Gehen wir rein. Und hauen den Jungs um die Ohren, was wir ihnen um die Ohren hauen können. Und vielleicht machen wir das mal wieder mit der Meditationsträne. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Hopp. 2 gegen 2, klassisch. Ich hasse dem seine Speerattacken, ja. Rums. So. Du brichst den ein, ich brich den anderen. Ist das fair? Ich glaube, der ist schon gebrochen tatsächlich, oder? Nee, ist er nicht. Schade. Bums. Oh, ist das ein geniales Gefühl, den jedes Mal mit dem Blitz umzuhauen. Ich liebe es. Komm, geh weg. Geh weg. Nimm das. Bums. Nimm das. Und das. Und die halten so viel aus. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Boom. Erledigt. Dann kriegst du auch noch die Klebe hinterher. Und das sollte reichen. Hast du deinen noch nicht? Was ist los? Hier, so musst du das machen. Einfach den Blitz drauf. Den hast du doch auch. Oh, der und der. Oh, das ist so brutal. Diese Blitzattacken gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und rums. Und, oh ne, halt, ich kann nicht mehr. Rums. Haben wir dich jetzt endlich? Jetzt haben wir ihn. Geh weg. Ah, okay, dann machen wir halt so. Oh, beide Kombi. Alter, ist das eine Kombi. Dunkelsteinschürfer, sehr, sehr schön. Okay, und dann haben wir die Höhle geschafft oder den Tunnel geschafft. Perfekt. Ich glaube, wir haben ein gutes Stück vom Altersplateau erledigt heute. Ich werde tatsächlich jetzt mal gucken, vielleicht kann ich mich wieder an den Anfang beamen hier. Gehen wir hier hoch. Und dann machen wir im nächsten Teil den Rest, den ich jetzt noch nicht geschafft habe, wie zum Beispiel das Windmühlendorf und auch alles, was hier um die Treppe herum liegt. Also zum Beispiel die Höhle, die ich gerade erwähnt habe. Und dann geht es natürlich hier in die andere Richtung und durch die Schlucht hier durch nochmal ein ganzes Gebiet Altes Plateau. Also viel, viel zu tun. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss.